Okay. Ja, dann erzähle ich jetzt etwas über Setchel und Prompts auf der anderen Seite des Bildschirms. Denn, also lange Zeit hatte ich das nicht und es gibt so ein paar Sachen, die ich mir gerne anzeigen möchte eigentlich in meiner Shell, so wie es zum Beispiel, wo ich in welchem Verzeichnis ich gerade bin, das kennt ihr sicherlich. Oder man kann sich auch andere Sachen anzeigen. Aber es gibt auch Sachen, die ich mir anzeigen möchte, die ein bisschen länger dauern. Zum Beispiel Git-Status ist super praktisch. Also wenn ich irgendwie sowas haben möchte, wie in welchem Branch bin ich gerade, dann hätte ich das gerne auch in meinem Prompt am liebsten. Das Problem ist, das dauert immer ein bisschen, sowas auszurechnen. Gerade wenn ich in ein Verzeichnis neu reingehe und es ist noch nicht alles in meinen Eroberfun, dann rödelt das, keine Ahnung, irgendwas zwischen einer Sekunde und eine Minute, je nachdem, welches Git man so reingeht. Und es erschien mir jedenfalls nicht völlig trivial, das irgendwie in den Prompt zu tun. Ich weiß nicht, ob es noch andere Lösungen gibt. Für Retsch habe ich diese hier gefunden, die ich jetzt vorstelle. Wenn es andere gibt, bin ich sehr gespannt, was es noch so tut. Für die, die. Nur eins, genau. Was überhaupt, wie konfiguriert man überhaupt ein Prompt in Retsch? Also im Wesentlichen gibt es zwei spannende Environment-Variablen. Die eine heißt Prompt, die andere heißt R-Prompt. R-Prompt wie Write-Zeit-Prompt oder so. Nur Prompt ist das Ding auf der linken Seite. Jetzt habe ich es gerade kaputt gemacht. Oh, war das klug? Nein, das war nicht klug. Ich hätte vorher eine neue Subshell starten sollen. Na, egal. Gut. Export R-Prompt. Da stört es mich nicht so sehr. So, wunderbar. Ein Prompt auf der rechten Seite. Der hat auch ein schönes Feature, nämlich, dass er mir aus dem Weg geht. Das ist in diesem Terminal jetzt hier nicht so spannend, aber wenn man zu viele davon aufmacht, ist es einfach wirklich nützlich, dass sich der Prompt wieder verabschiedet. Gut, was könnte man damit machen? So das Allereinfachste, also mein Beispiel wird hier nicht Git-Status sein, weil dann bräuchte ich immer ein Git-Repo und nachdem ich das einmal benutzt habe, dann ist es natürlich im RAM gecached und dann macht es keinen Spaß mehr. Deshalb nehme ich einfach Date. Aber ihr könnt euch da irgendeinen beliebigen komplizierten Befehl ausdenken. Git-Status war ein Beispiel. Genau, das hier ist schon mal ganz nützlich, so als Anfang, denn später soll es ja so sein, wenn ich in ein neues Git-Repo reingehe, dann möchte ich ja davon den Status haben und nicht von irgendjemandem gleichen. Und dafür muss ich am besten irgendein Event haben, in dem ich das quasi triggern kann. Und CD bietet sich an. Ich werde ganz am Ende noch meine Full-Config quasi einmal durchscrollen lassen. Da sieht man, ich habe auch Git entsprechend gealiast, weil wenn ich Git benutzt habe, ist es auch hochwahrscheinlich, dass sich mein Git-Status geändert hat. Genau, was man machen kann, ist, man kann mit Alias sich einen üblichen Befehl einfach wegdefinieren, zum Beispiel CD. Und ein Setshell ist auch klug genug, ist zumindest solange es im Eimer schachtelt, das CD hier drin wieder normal zu machen, sodass es kein Infinite Recursion wird. Genau, so kann man jetzt im Prinzip genau, CD einfach umdefinieren, sodass halt stattdessen CD hochgemacht wird, also das alte CD und außerdem den R-Prompt hier zum Beispiel auf Date gesetzt wird. Dann können wir es ja noch machen. Minus F macht einfach nur, dass nicht mein normales Startup-Feld passiert. So, wenn ich jetzt die CD-Punkt mache, dann. Blablabla, bla bla, bleibt das, wenn ich wieder CD-Punkt mache, kriege ich neue Zeit. Immer wenn ich jetzt in ein Verzeichnis wechseln würde, bekomme ich halt das also meinen neuen Git-Status oder meine neue Zeit. Die gehe hier kann aus. Kommt gleich. Ja, jetzt machen wir es mal mit einem langsamen Date. Und dieses Date braucht erst noch 5 Sekunden, bevor es fertig berechnet hat, wie spät es eigentlich ist. Dann sieht man, was das Problem wird. Wir machen eine neue Subshell auf und darin nehmen wir hier diesen hier. Und wenn ich jetzt in das aktuelle Verzeichnis gehe, passiert das, was mir einige Monate lang auch passiert ist. Ich warte jetzt darauf, dass meine Festplatte sein Git-Repo geladen hat und tada, meine Shell funktioniert wieder. Das ist okayisch, wenn das eine Sekunde ist. Es ist nicht so cool, wenn es irgendwie 20 Sekunden ist. Das nervt echt ganz schön. Also muss es bessere Lösungen geben. Ja, man kann, also von der Idee her macht man Folgendes. Man, anstatt dass man hier direkt das 5 Sekunden lange Date-Befehl ausführt, macht man irgendetwas im Hintergrund. Also und Ausrufezeichen macht einen Background-Prozess und sagt der Shell gleich, ich will ihn nicht weiter verwalten, ich will das nicht in meiner Jobliste haben, mach ihn einfach weg, fork und vergiss ihn. Und hier oben mache ich jetzt Leap und setze den R-Prompt. Wofür ist das Ausrufezeichen? Ja, das ist das Disown. Also wenn ich einen Und habe, habe ich einen Background-Job, der kommt in mein Job-Management und ist dann kriege ich einfach so Done-Message und all ein fancy Kram. Aber das will ich alles nicht. Ich will mit diesem Prozess nichts mit zu tun haben. Ich soll einfach nur im Hintergrund laufen und mich in Ruhe lassen. So, das wäre quasi die naive Lösung. Wir werden gleich sehen, dass die nicht funktioniert. Was war das? 4? So, wenn ich jetzt hier nach Punkt gehe,
und ein paar Sekunden warte. Ja, dann passiert irgendwie nichts. Woran liegt das? Das sieht man ja gar nicht, Mist. Ist schon vorbei. Ja, hier ist, das Problem ist im Prinzip, hier ist mein Sleep und mein Date kommt da rein. Und in diesem ZSH-Prozess wird gleich der Albtraum gesetzt. Das ist aber leider nicht der ZSH-Prozess, in dem ich mich hier befinde. Das setzt halt den falschen Albtraum, dann ist halt vorbei und okay, das war auch kurz gesetzt, aber nicht bei mir. So funktioniert es also nicht. Ja, was kann man stattdessen machen? Man kann ein bisschen Prozesse und Konversationen schlecht machen, zum Beispiel so. Also, naja, also anstatt... Klassisches Unix. Genau, klassisches Unix. Wir haben hier... Attempt ist in meinem Fall im Profil, das ich gesetzt habe. Attempt ist eine von ganz vielen Programmen benutzte, relativ, also im Unix-Bereich wohl übliche Environment-Variable, die tatsächlich auch benutzt wird. Also ich habe aus Gründen mein Temp hier nicht in Slash-Temp, sondern in Home-Temp, weil es nämlich gekryptet ist und Slash nicht. Aber die Idee ist, ich berechne hier mein Date 5 Sekunden lang und schmeiße das dann hier in ein Verzeichnis, in eine Datei, in meinem Temp-Verzeichnis. $$ ist die Prozess-ID von meiner laufenden Shell. Spannenderweise auch in diesem Hintergrundprozess ist das die PID von dem Main-Shell-Ding. Genau, da tue ich mein Date-Ergebnis rein und wenn ich damit fertig bin, dann schicke ich ein Interprozess-Signal an meine Main-Shell und das ist in diesem Fall User 1. Und sorge vorher dafür, dass ich eine Funktion TrapUser1 definiert habe, die aufgerufen wird, wenn User1 empfangen wird von der Shell. Und wenn ich das mache, dann, wenn ich so ein Signal empfange, lese ich halt diese Datei wieder ja, und setze dementsprechend mein R-Prompt. Was ist das hier 5, ne? Ja, so. Sag mir 5 Sekunden. Passiert aber nichts. Also ist schon passiert, ich habe gerade nur Enter gedrückt. Das Problem ist, der R-Prompt ist zwar gesetzt, aber es wird nicht geupdatet. Solange, solange der nicht neu gedisplayed wird, bringt es halt nichts. Also müssen wir noch ein bisschen härter eskalieren. Setshell hat so einen Setshell-Line-Editor, built-in, und mit dem kann man noch andere unheilige Dinge machen. Damit kann man, also eigentlich kann man da so Keybindings redefinieren und alles Mögliche, bla bla bla. Man kann auch sagen, update einfach mal in den Editor-State. Indem man ZLE Reset Prompt macht und dann wird quasi der aktuelle Prompt einfach redrawn und das passiert, was man eigentlich möchte. ZLE am Anfang ist einfach nur der Test, ob der momentan aktivierte Z-Shell Line Editor. Ist ja zwar bei mir immer, aber gut, man weiß ja nie. So, wenn man das dann so macht. Ne, den hier will ich haben. Tada! Suddenly date. Genau. So sieht es in voll und schlimm aus. Nur für so ein paar Anregungen muss man noch Folgendes tun können. Genau, so es bietet sich meiner Meinung nach tatsächlich an, sich einmal mit der Syntax von diesem Prompt-Ding auseinanderzusetzen. Das mache ich jetzt nicht, aber es lohnt sich für die eigene Shell, es muss ja auch gar nicht die Z-Shell sein, mal diese ganzen Expansions da durchzulesen, weil man kann schon ziemlich viel crazy shit konfigurieren in Wahrheit. Sowas wie Jobnummer oder History Number, um das schneller wiederzufinden oder zu referenzieren. Ja, Virtual Enfys für Python-Entwickler auch ganz nützlich. Genau, das hier hatten wir im Prinzip alles gerade und hier ist zum Beispiel eine Möglichkeit, ganz okay, so einen Mini-Status zu kriegen, wo irgendwie drin steht hier Main, Master und Remote auf Master oder so. Also, bin ich jetzt in einem Main-Shell? Ja, war ich. Ja, wenn ich jetzt hingehe, okay, jetzt war es sogar sofort, dann habe ich halt jetzt irgendwie einen R-Prompt, der irgendwie tauglich ist. Wo man dann sieht, das ist hier einfach, das ist, naja, ungefähr diese Zeile hier, bloß so ein Porzellan-Modus. Ja, das ist eigentlich schon alles. Also wenn ihr asynchron komplizierte Dinge in eurem Prompt tun wollt, that's the way, oder a way jedenfalls. Könntest du dasselbe... Also ich weiß nicht, ob Z-Shell jetzt sowas wie einen Prompt-Command-Variable hat? Ja, das geht. Also man kann Command-Expansion im Prompt anmachen.
Das hatte ich früher auch mal. Das Problem ist, wenn du halt der Command lang ist, ist es kacke. Weil er wartet, oder wie? Auf das Ergebnis? Ja. Yeah. Muss er ja. Wenn du in dem Prompt-Command eine Funktion aufrufst, die halt detached und disowned, dann auch? Ja, dann, ich denke, man kann das sowas ähnliches quasi spielen. Anstatt es mit dem Hook zu triggern, kann man es wahrscheinlich mit dem Prompt Redisplay triggern quasi. Da, wo ich jetzt Update Prompt Async aufrufe in den CD und Git Hook, müsste es im Prinzip, denke ich, auch gehen, das aus dem Command Expansion im Prompt zu machen. Mhm. Wobei, also eigentlich ist das nicht wirklich besser. Du führst halt den Command dann häufiger aus, immer wenn du den Prompt neu anzeigst. Ja. Ja gut, wir hängen ein bisschen ab, was wir haben. Vielleicht sogar haben. Was? Für Datum ist ja, für das Datum ist es vielleicht sogar haben. Du sollst dich eher darum kümmern, dass du dein Datum so optimierst, dass es nicht 5 Sekunden dauert. Ja. Ja, fürs Startup kannst du sogar noch was Schlimmeres machen. Du könntest ja in deinem Startup-File sogar einen Background-Task hochfahren, der dann jede Sekunde brav seinen Tempte updatet oder auch nicht und dann den User 1 schickt. Also das kannst du ja kontinuierlich machen. Wenn sich das Ergebnis davon irgendwie extern ändert, musst du nicht mehr Enter drücken. Ja, genau. Also du kannst halt, klar, du kannst aber regelmäßig Update User 1 schicken und dann kannst du halt beliebigen Update-Kram fahren. Klar, wenn du animierte Prompts. Der escalated quickly. In der Tat. Du hast jetzt einen Monat Zeit. Ja. Januar. So mit Ladebalken oder so? Nee, so Scrolling. So Side-Scrolling, also einfach so durchscrollen, so diese Intro-Ticker. Und im Februar machst du dann Pac-Man in der ZSH-Prompt, oder? Ja, das ist ja quasi das Gleiche. Okay, ja, man kann das machen. Das mit dem Durchscrollen ist gar nicht so kacke. Die Frage ist, wie performant dieses Reset-Prompt ist. Also bitte, es gibt Leute, die stört das, wenn du gerade irgendwie tippst. Einen Terminal-Emulator ausgeben. Was stört dabei? Das Reset-Prompt, wenn du gerade. Nein, überhaupt nicht. Also, warte mal, bin ich hier noch nicht? Ich muss weglaufen. Stratum. Nee. Ja, dieses Reset-Prompt sowieso nicht. Hier ist ein bisschen mehr Geraffel drin. Aber auch das Ganze stört mich nicht. Also, ich hatte noch nie das Problem, dass es irgendwie mir aufgefallen wäre, dass es irgendwie zittert. Aber es ist sowieso, also, wenn halt gerade. Wenn gerade irgendwie Git-Status läuft auf dem relevanten Repo, dann ist eher das Problem, dass ich einfach Aeolus habe und halt dieser Laptop ist halt nicht so geil. So, dass es da hakelt, ist dann eher, anstatt dass jetzt das Prompt. Ich meine, wir können das ja mal ausprobieren, ne? While sleep 0,01 do kill user 1 $, dann ja, fast. So. Es flickert ein bisschen. Ja, aber so tippen ist. Das ist okay. Ja, das kann man benutzen, also. Also häufig braucht man das wahrscheinlich. Nur wenn man animiert. Naja. Ja, nicht mal, das ist der 100 FPS. Ne? Also hier haben wir 100, genau, 100 FPS Prompt Animation. Ja, also okay, es geht jedenfalls, das kann man machen. Wie werde ich jetzt wieder los? Das ist doch ein Schaden. Ja, genau. Shit. Ja, genau, okay. Das war der Grund, warum ich heute auch meine Measurement-Scripts öfters mal starten musste. Hattest du schon Probleme mit, dass sich irgendwie im Hintergrund langlaufende Git-Prozesse ansammeln? Ja, nee, ansammeln nicht. Was nervig ist, wenn ich, also ich habe mehrere Kundenprojekte, wo das Repo ist halt, weiß ich nicht, es ist absurd. Und da gehst du halt rein und im Hintergrund verrödelt halt der Prompt-Updater. Und dann bist du schon wieder irgendwo anders. Nee, das nicht, aber ich will irgendwie, keine Ahnung, ich will einen vollen Git-Status sehen, weil ich wissen will, das ist mein Diff oder so. Und dann fängt er halt an zu rödeln, aber das Repo ist gelockt. Oh, ja. Das ist ein bisschen dumm. Status ist doch resolved. Ich weiß nicht, ich habe häufiger mal irgendwie, Git ist jetzt hier irgendwie gelockt, geh weg. Also häufiger nicht, aber es kommt vor. Ich weiß nicht, ob Git-Status sicher. Also es ist read-only, ja, aber ich weiß, dass ich diesen Fehler bekommen habe. Und ich mache normalerweise nicht direkt, nachdem ich mein Verzeichnis gehe, irgendwie commit. Das bietet sich nicht oft nicht an. Also. Commit-M Feierabend. Ja, genau, Commit-M Feierabend. Oder Push Force. Steht Feierabend. Ja, es steht Feierabend, genau. Du hast deinen Git-Status nicht mit minus SB. SB? Short und Branch.
gucke das erst nach, bevor ich es ausführe. Wie der Reliefer. Short ist da auch nur Posten. Aber ja. War ein bisschen anders. Im Bund. Ah. Ja. Können wir machen. Dann habe ich noch mehr Colorful Erbfront. Und nicht immer wieder diese selben Absätze, die nur wenig Informationen enthalten. Das stimmt, wenn man sie, ja, sie einem erklären, was man tun muss. Mhm. Ja, das war. Ja, wenn sonst keine Fragen sind, ich bin fertig damit.